G20-Abschlusserklärung löst Kontroverse aus. Der Grieche Yorgos Lanthimos holt den goldenen Löwen der 80. Filmfestspiele von Venedig. Nach ukrainischen Angaben zerstörte das Militär 26 von 33 Drohnen, die von Russland rund um die Hauptstadt abgeschossen worden waren. Russland informierte, dass die Luftwaffe 3 Militärpatrouillen zerstört habe. Die jüngsten Kämpfe finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem der G20-Gipfel in Neu-Delhi eine große Kontroverse auslöst. In der Abschlusserklärung wurde versäumt, Russland direkt für den Krieg verantwortlich zu machen. Der Sprecher des Außenministeriums der Ukraine zum Abschluss: Wir sind den Partnern dankbar, die versucht haben, starke Formulierungen in den Text aufzunehmen. Es gibt aber nichts, auf das sie stolz sein könnten. Еще он продемонстрировал нежелание глобального Юга постоянно сводить все дискуссии к кризису на Украине. Все прекрасно понимают, что кризис, войну хорошо бы остановить, которую Запад начал руками украинцев и телами украинцев против Российской Федерации. Индия übergab offiziell die G20-Präsidentschaft an Brasilien. Tatsächlich hat der G20-Gipfel mit einem mühsam errungenen Kompromiss zum Ukraine-Krieg ein Scheitern des Gipfels in Indien verhindert. Nach Angaben von hochrangigen Militärs auf den europäischen Jalta-Strategietagen hat die Ukraine mit Drohnenangriffen einige Erfolge in den von Russland besetzten Gebieten erzielt. Die Gegenoffensive werde auch im Winter fortgesetzt, auch wenn es schwieriger sein werde, voranzukommen. І що я б хотів би підкреслити, важливо, і це різниця, яка відрізняє нас від росіян. Жодна цивільна людина так і не постраждала, що б вони там не казали. Die europäischen Jalta-Strategietage wurden 2004 gegründet, um die Ziele der ukrainischen Euro-Integration unter Politikern und Geschäftsleuten zu erörtern und fanden ursprünglich auf der Krim statt. Der goldene Löwe der 80. Filmfestspiele von Venedig geht an den Streifen Poor Things vom Griechen Yorgos Lanthimos. Sein Film ist eine experimentelle Variation der Frankenstein-Geschichte mit der US-Schauspielerin Emma Stone. Der 50-jährige Lanthimos ist bekannt für Filme wie The Favourite, The Lobster oder The Killing of a Sacred Deer. I'm very happy. It's great to win this prize with this film, because I was trying to make it for a long time. It's the best outcome that we could ever hope. Weitere wichtige Preise der Filmfestspiele gingen an die US-Amerikanerin Kay Spaney für ihre Rolle in Priscilla, den US-Amerikaner Peter Sarsgaard für seinen Part in Memory sowie den japanischen Regisseur Yusuke Hamaguchi, der für seinen Streifen Evil Does Not Exist den großen Preis der Jury erhielt. Mit dem Spezialpreis der Jury wurde die polnische Regisseurin Agnieszka Holland für ihren Film Zielona Granica geehrt. Das Drama erzählt von Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze. Kritiker sprechen schon jetzt von einem Meisterwerk. Auch unser Kulturreporter war sofort angetan vom diesjährigen Sieger. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die internationalen Filmfestspiele von Venedig. The jury led by American filmmaker Damien Chazelle has awarded the coveted Golden Lion Award to Yorgos Lanthimos' Poor Things. It's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synced, for it is a happy tale. The film, adapted by a novel of the same name, emerges an early frontrunner this year on the Lido, as well as Agnieszka Holland's Green Border, a devastating immigration drama that won the special jury prize. We sound the fellow Kulchi, ma'am. Sir, please don't get angry. Considering the festival's reputation as a kingmaker when it comes to the award season, you can expect Poor Things, as well as Green Border, to become very early frontrunners for this year's Oscars. From Venice, David Morricond, Euronews.